Schilderherstellung in XXL. Matthias beim Zusammenbau eines 6,7 x 4 Meter großen Autobahnschildes. Wenn man das ganze Schild jetzt mal so vor sich sieht, dann sieht man erstmal die Dimension. Es ist riesengroß. Und ein echter Kraftakt, bis es dann auch tatsächlich an der Autobahn steht. Matthias muss für uns wieder mal seine Höhenangst überwinden. Sobald man sich hier bewegt, fängt das Ding so an auszuschlagen. Aber ist ja stabil, oder Roland? Matthias ist heute bei der Fritz Lange GmbH in Springe bei Hannover. Das Unternehmen stellt pro Jahr 120.000 Verkehrsschilder her. Von klein bis XXL. Im Kleinschildlager trifft Matthias Michael Mazur, Leiter der Grafik- und Druckabteilung. Guten Morgen. Guten Morgen. Schilder ohne Ende. Ortstafeln, Autobahnschilder, auch die ganz großen Autobahnschilder, die blauen, die komplett über die ganze Autobahn hängen, die stellen wir hierher und stellen sie auch auf mit eigenem Montagetrupp. Das steht auch heute an. Matthias ist dabei, wie ein neues Autobahnschild entsteht. Die A39 bei Wolfsburg braucht dringend eines an einer Abfahrt. Dafür geht es mit Michael als erstes in die Grafikabteilung. So soll es aussehen. So soll es aussehen. Ja. Da ist es leider ein Unfall passiert. Das Schild muss ersetzt werden. Das ist bei dem Unfall zerstört worden und muss dementsprechend natürlich auch schnellstmöglich ersetzt werden. Weil da jetzt die Autofahrer, die keine Ortskenntnis besitzen, dementsprechend auch schnell weitergeführt werden müssen. Ja, sonst finden die ja nie mehr nach Detmerode. Insgesamt gibt es in Deutschland 400 verschiedene Verkehrszeichen. Michael nutzt Vorlagen in einer speziellen Verkehrszeichensoftware. Er muss Auflagen beachten. Zum Beispiel dürfen wegen der Übersicht auf einem Autobahnschild nie mehr als 4 Orte stehen. Und natürlich muss er alles richtig schreiben. Oh, jetzt hast du dich aber hier, das muss der Absatz. Oh ja, hast du gut aufgepasst, da fehlt natürlich der Absatz. Kommt das denn manchmal vor, dass ihr Rechtschreibfehler macht? Das kommt durchaus vor, gerade zu einer Eröffnung, einer Ortsumgehung. Und dann haben die das Tuch weggezogen und der Name war falsch. Dann waren wir natürlich gleich in der Zeitung. Aber es passiert, hier arbeiten Menschen und Menschen machen Fehler. Bei unserem Schild stimmt jetzt alles. Es kann in den Druck. Spezialmaschinen drucken das Schild in 6 Abschnitten aus. Das sogenannte Verkehrsblau kommt auf eine reflektierende Folie. So ist das A39-Schild auch im Dunkeln gut zu sehen. XXL-Schilder wie unseres kommen aber nur 3 bis 4 Mal im Jahr vor. Hauptjob der Schildermacher sind die Kleinschilder. 500 verschiedene pro Tag machen die 100 Mitarbeiter. Matthias trifft Steffen Ertel. Er ist seit 2,5 Jahren Schildermacher. Sein Job? Schilder bekleben. Um die 300 Stück schafft er am Tag. Heute sind Zone 30 Schilder dran. Der Bedarf ist groß, denn Schilder haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 10 Jahren. Doch so lange stehen sie oft gar nicht. Viele müssen die Schildermacher früher austauschen, weil sie beschmiert oder geklaut werden. Na, es sind ja Ortstafeln. Zum Beispiel, wenn jemand einen ähnlichen Namen hat, dann wird das gerne mal entwendet. Das ist natürlich sehr ärgerlich für die Städte, Kommunen und Landkreise. Ja. Weil so ein Schild ist ja auch nicht gerade günstig. Das kostet den 300, 400 Euro. Ja, so. Was sind Schilder, die besonders begehrt sind? Kannst du mir mal ein Beispiel nennen? Na, vielleicht Höchstgeschwindigkeit 60, 50, 30, so runde Geburtstage. Ja. Das möchte man vielleicht gerade hier nicht bestellen. Dann nimmt man das einfach mal schnell von der Straße weg. Wird man dabei erwischt, können bis zu 5 Jahre Gefängnis drohen. 1,6 Millionen Verkehrszeichen tauschen die Schildermacher jedes Jahr in Deutschland aus. Eins davon darf Matthias jetzt von Hand bekleben, wenn er die Folie abbekommt. Ich hab frisch geschnittene Fingernägel. Hast du einen Trick da noch? Ja, den Trick habe ich. Zeig mal her den Trick. Bisschen rumknicken und das Trägerpapier lösen. Nicht die Folie, sondern das Trägerpapier. Das geht einfacher. Ja. Kannst du hier mal. Matthias muss nur noch schauen, ob die Oberfläche schmutz- und staubfrei ist. Dann kann die Folie drauf. Mein erstes Verkehrsschild! Ob das lange so sauber bleibt? Trotz Strafen sind knapp 35% aller Verkehrsschilder entweder beschmiert oder beklebt. Vedat Ilgay aus der Entwicklungsabteilung der Firma tüftelt deswegen an neuen Technologien, um das zu verhindern. Beschmierte Schilder sind ein Problem.
denn sie sind ungültig, wenn man sie nicht lesen kann. Man kann dagegen angehen, wenn man es beweisen kann, dass Verkehrszeichen im Vorfeld beschmiert waren und der Autofahrer es nicht erkennen konnte, dann ist auf jeden Fall Blitzer ungültig. Besonders lästig sind Aufkleber. Ich kenne das aus München, da kommt erstmal einer vom FC Bayern, genau. Ne, dann macht er so. Genau, da ist es da dann sieht drauf. Dann einer von 1860, der sagt, what? Und der klebt einfach schön genau drüber. Ja, genau. Und irgendwann ist das ganze Schild vollgeklebt. Genau. Das Problem, herkömmliche Reiniger zerstören die Reflexionsschicht der Schilder. Meist werden sie am Ende einfach ausgetauscht. Vedat Ilgay hat deshalb eine neue Folie entwickelt. Die hat alle reflektierenden Eigenschaften, die ein Schild braucht. Aber... Das klebt nicht. Was ist da los? Boah, ach, das ist so eine spezielle Struktur, oder? Richtig. Es fühlt sich ein bisschen an wie Sandpapier. Genau. Dadurch kann der Aufkleber nicht mehr haften und auch Graffiti geht leichter ab. Die ersten Städte haben ihre Schilder schon mit der Anti-Haftbeschichtung bestellt. Sie sind jedoch 75% teurer. Inzwischen ist die letzte Bahn fürs Autobahnschild gedruckt, laminiert und zugeschnitten. Damit geht Matthias zu Andrea Rehn in der Großschildbeklebung. Sie ist seit 39 Jahren dafür zuständig und kann sich keinen besseren Job vorstellen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, umso größer, umso besser. Echt? Die ganz riesen Teile, ne? So 87 Quadratmeter, was über eine ganze Brücke geht auf der Autobahn. Also das sind meine Lieblinge. Gerade ist ein kleines Gelbes für eine Bundesstraße fertig geworden. Langsam wird mir auch bewusst, was ich da vor mir habe, weil mein Schild wird ja noch größer, ne? Ja, viel größer. Zum Üben darf Matthias erst mal helfen, ein weiteres gelbes Schild zu bekleben. Aber ich hätte jetzt echt Schiss, wenn ich Aufkleber auf irgendwas draufklebe, das wird immer wellig. Deswegen gibt es diese Rolle, die die Folie gleichmäßig aufs Schild drückt. Das klappt sogar bei Matthias blasenfrei. Andrea hat über die Jahre wahrscheinlich über 100.000 Schilder beklebt. Macht dir das immer noch Spaß, so Schilder zu bauen? Es macht einen Riesenspaß. Zumal jeder Tag ist anders. Ja. Jedes Schild ist ein Unikat. Ja. Hast du nicht so in Serie irgendwie, dass man sagen kann, oh, heute habe ich 10 davon oder so? Nö. Das ist eben das Tolle an dem Job, ne? Noch kurz die Ränder sauber abschneiden und auch das nächste Schild ist fertig. Ja, ich bin beruhigt, dass die Leute jetzt an dem Kreisel zwischen Lemgo und Lage wieder wissen, welche Ausfahrt sie nehmen müssen. Schnell haben die beiden auch das letzte Teil des großen Autobahnschildes beklebt. Sie bringen es in die Nachbarhalle zum letzten Qualitätscheck. Hallo, ich bringe das fehlende Puzzleteil. Damit es später auf der Autobahn keine Überraschung gibt, baut Matthias mit Kollege Christian das Schild einmal vollständig auf. Also bei mir sieht's gut aus. Bei mir sieht's auch gut aus. Matthias sieht zum ersten Mal die Dimensionen des 6,7 x 4 Meter großen Schildes. Fehlt noch die Endkontrolle. Der Pfeil ist in Ordnung, 600 Meter, also ich würde mal sagen, perfektes Schild. Können wir so lassen, ja. Können wir so verkaufen. Ja. Und das Schlimme ist, jetzt müssen wir es wieder auseinanderbauen, damit wir es zur Autobahn bringen können, oder? So ist das Leben. Ja. Aber bevor wir einen Rechtschreibfehler drin haben, ich bin bei dir. Für Matthias und das Schild geht es auf die A39 in die Nähe von Wolfsburg. Roland Schön ist Leiter des Montagetrupps. Erste Aufgabe, Baustelle sichern. Ja, gut, genau. Die Geschwindigkeit fühlt sich natürlich außerhalb vom Auto viel schneller an, als wenn man im Auto sitzt. Dann nimmt man das ja gar nicht so wahr. Aber die schießen jetzt hier ganz schön an uns vorbei. Immerhin mit Abstand. Das erste Baustellenfahrzeug dient sogar als eine Art Schutzschild. Roland, du machst das jetzt schon länger, aber ist dir schon mal was passiert hier irgendwie? Also zum Glück haben wir die Unfälle, die wir hatten, sind alle ohne Personenschäden ausgegangen. Aber es kommt schon oft genug vor, dass mal einer hinten auf den LKW drauf fährt, also auf die Sicherungsanhänger. Die Baustelle ist gesichert. Jetzt kommen die Masten für das Schild an ihren Platz. 10 Meter sind diese hoch und sie müssen genau ausgerichtet werden, damit das Schild auch gerade sitzt. Das nimmt Roland sehr genau. Der müsste ein bisschen nach vorne. Der muss nach hinten, ne? Nein, nach vorne. Der hintere Stück zurück. Nach knapp einer Stunde stehen die Traversen in Waage. Zeit, das Schild zusammenzubauen. Dafür kommt das erste Teil an den Kran.
Der Rest wird Stück für Stück von unten nach oben dran geschraubt. Roland Schön steht kurz vor der Rente. Es ist wahrscheinlich sein letztes Großschild. Eines von vielen tausend. Das nervt meine Frau immer, wenn wir irgendwo privat irgendwo hinfahren und ich ihr immer erzähle, guck mal, das ist von uns, das ist von uns. Beim Zusammenbau kontrollieren die Männer immer wieder, ob die Buchstaben auch tatsächlich alle exakt sind. So, passt es vorne? Ja, also es sieht hervorragend aus. Ich habe mich wieder am Pfeil orientiert. Hier, Fallersleben. Schrift passt. 1A, perfekte Arbeit. Matthias sagt, passt. Fest. Ja. Das machen wir fest. Und wenn nicht, hat der gemeine Praktikant Schuld. Bei unserem Schild passt alles. Die einzelnen Teile sind zusammenmontiert. Jetzt geht es daran, das Schild an die Masten zu schrauben. Dafür müssen die Männer und Matthias in die 10 Meter hohen Traversen klettern. Eine wackelige Angelegenheit. Es hat relativ hoch und dünne Rohre. Und sobald man sich hier bewegt, fängt das Ding so an auszuschlagen. Aber ist ja stabil, oder Roland? Es ist stabil, da passiert ja nichts. Na gut. Matthias' Aufgabe, die Schellen befestigen. Nach insgesamt 4 Stunden Montage hängt das neue Autobahnschild. Und wenn ich jetzt in Zukunft hier vorbeifahre, dann werde ich mich immer an dich und dein Team erinnern. Genau. Unser Schild. Endlich wissen die Leute wieder, wo Wolfsburg-Mörse ist. Genau. Nämlich da, in 600 Metern geht's ab.